Okay, bringen wir dem Mann seine Unterhose wieder und somit Gerechtigkeit in die Stadt. Aber soll ich jetzt einfach wahllos alle Eichhörnchen verprügeln, bis irgendwer eine Unterhose fallen lässt, oder wie? Vielleicht, ihr wisst ja, was ich mache, ich werde jetzt von hier zu ihm nach Hause gehen, zu Fuß, den Weg ablaufen und schauen, ob auf dem Wegesrand irgendwo Eichhörnchen sind. Eins von den Eichhörnchen ist dann vielleicht der Täter. Das ist echte FBI-Arbeit. Ja, warum denn nicht? Da die Eichhörnchen jeden Tag wieder an der gleichen Stelle spawnen und er auf dem Heimweg war, muss das wieder hier irgendwo gespawnt sein. Aber hat es dann auch noch die Unterhose im Inventar? Das ist die Frage. Wahrscheinlich schon. Oh Gott, oh Gott. Okay. So. Jetzt lass mich mal kurz auf die Karte schauen. Hier sind wir. Und hier unten wohnt er. Das heißt, wir können ziemlich sicher wahrscheinlich mal die ganze Straße nach unten, die, wie heißt die, Isaac-Clarkson-Straße, einfach mal in die Richtung entlang laufen oder skaten und schauen, ob da irgendwelche Eichhörnchen spawnen. This is the Deep South. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Keine Eichhörnchen weit und breit. Aha! Nee, das sind Hunde. Ach, da werden mir sogar welche angezeigt. Diese Marke habe ich noch nie gesehen. Kleine weiße Dreiecke, sehe ich zum ersten Mal. Sind tatsächlich Eichhörnchen. Dann schnappen wir uns die Bande mal. Sind schnell. Ah, wisst ihr was? Explosion. Haben wir doch extra gecraftet. Können wir jetzt gleich mal testen. Was so ein bisschen Voodoo-Ketten nicht alles ausmachen auf seiner Betäubungspistole. Dankeschön. Jetzt noch kein Glück. Wahrscheinlich ist es das letzte Eichhörnchen, oder? When the last Eichelhorn. Oder so. Stehen bleiben. Oh, er hat mir einen großen Verbandskasten geklaut. Ey, diese Eichhörnchen. Große Verbandskasten sind echt nicht billig und so. Außerdem glitscht er gerade in ein Haus. Das ist ziemlich unfair. Das kann ich nicht. Schnell nachladen. Er kommt immer näher. Oh Gott. Keine Unterhosen. Alter Stoff. Das ist wahrscheinlich was anderes. Aber hier sind sonst keine Eichhörnchen. Ich schaue mich mal um, was hier noch so rumliegt. Ums Haus rum. Hochwertiger Stoff. Ich meine, es ist ein Eichhörnchen ist abgehauen, oder? Nicht, dass das ausgerechnet das Unterhosenhörnchen war. Das wäre doof. Sieht nicht mehr nach Betäuben aus. Also in meinem Inventar steht immer noch, dass es nicht tödliche Geschosse sind, die ich da abfeuere. Und wenn die noch so explodieren. Aber wie gesagt, Voodoo, wer weiß. Ich habe leider keine Ahnung,
Gibt's vielleicht noch mehr Eichhörnchen hier irgendwo in der Gegend? Ja, aber keine, die mir irgendwie angezeigt werden, leider. Vielleicht sollte ich speichern, neu laden und schauen, ob wieder neue Eichhörnchen gespawnt sind. Vielleicht ist wirklich ausgerechnet das mit der Unterhose irgendwie abgehauen oder irgendein Bug vielleicht oder so, keine Ahnung. Aber hier sind jetzt leider auch keine neuen erschienen. Donk. Oder habe ich die Unterhose etwa und habe es gar nicht mitbekommen? Aber ich glaube, das hätte es mir angezeigt. Kleinstadtkriminalität. Die schneeweiße Unterhose zurückbringen. Nö. Leider nicht. Dann machen wir das jetzt wirklich. Quatsch. So geht das genau. So, die Merlin war gerade so nett und hat mir einen Kaffee gebracht. So einen kalten Kaffee. Also so einen in so einer Pappdose. Das ist ziemlich gut, weil ich bin ziemlich müde. Den haben wir noch von unserer Autofahrt, von unserer Odyssee durchs Land heute. So, laden wir nochmal. Ansonsten muss ich vielleicht den Autosave laden, wenn das irgendwie wirklich verbuggt ist. Schauen wir jetzt mal. Hoffen wir mal. Ah, erfrischend. Dup, 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 du, du. Ich finde da echt diese gut und günstig kleinen Kaffeedinger echt lecker irgendwie. Schmeckt eigentlich wirklich wie kalter Kaffee. Aber komischerweise echt lecker. Ah. Ich habe hier Dauerwerbesendung eingeblendet. Ich darf ja sowas sagen. Ja, hallo Kater. Der Gannon will mal schnuppern. Aber dem ist das nicht so geheuer. Der kneift die Augen ganz schön zu. Neugierig? Aber findet er nicht so gut, den Geruch. Da geht er lieber wieder. Na gut, Kaffee ist wohl nicht so seins. Ist auch gut so. Oh ja, sie sind wieder da. Und wir sind sofort umzingelt. Lauf! Achtung, ausweichen! Okay. Ohohoho. Da kommen sie alle. Double Kill. Ah ja, es gibt wirklich einen Bonus für Double K.O. Finde ich schön. Ja, da war die weiße Unterhose, denke ich mal, oder? Ich habe es zu schnell weggeklickt, aber das dürfte die ziemlich sicher gewesen sein. Steht jetzt nicht hier, aber ich denke schon. Dann fahren wir zurück und bringe ihm seinen Schatz wieder. Was für ein... Da kann Tony Hawk noch was lernen. Ein Full Physic Denial Car Plant Hop nenne ich den Move. Meine Interpretation von dem Song da draußen. Ich finde meine ja besser als das Original, aber... Naja. Mich hat ja keiner gefragt zu dem Soundtrack, ob ich den machen will. So. Xavier, ich habe ihre Unterhosen gefunden. Wow. Wirklich? Vielen Dank, Special Agent.
Du bist mein Retter. Ach was. Es war mir eine Ehre, den bizarrsten Fall in der Geschichte des FBIs zu lösen. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, pass auf. Ich werde einen ganz besonderen Cocktail mixen. Nur für dich. Der Unterhosenhörnchen-Cocktail. Ich habe neu geladen und habe ein Eichhörnchen kaputt gemacht und dann hat das wirklich die Unterhose fallen lassen. War wahrscheinlich wirklich ein Bug beim ersten Mal oder so. Aber solange man Bugs durch Neuladen lösen kann, ist alles gut. Hiermit präsentiere ich dir meinen York Exclusive. Man versteht sofort, für wen er gedacht ist. Yeah. Übrigens, Xavier, Sie meinen doch, dass diese Unterhose etwas Besonderes sei. Was macht sie denn nun so besonders? Ach ja, richtig. Ein Glück, er ist noch da. Und das ist? Das ist ein Geschenk für Emma, meine Angebetete. Sie ist dieses Jahr 16 geworden. Was? Okay, du weißt schon, Sweet 16 und so. Und wie alt bist du? Okay. Darum habe ich ein Auto für sie gekauft, einen Gebrauchtwagen. Und den Schlüssel hatte ich in der Unterhose versteckt. Ich warte die ganze Zeit schon auf den richtigen Moment, Emma damit zu überraschen. Ist Emma Mr. Miyagi? Ist Emma die Skateboard? Meisterin? Und beinahe hätten diese kriminellen Nager alles ruiniert. Verstehe. Ja, das war eine absolute Notsituation. Yeah. Ich gehe mal davon aus, dass der auch erst irgendwie 18 oder so ist. Messer freigeschaltet. Messer freigeschaltet? Warte mal. Hä? Was denn jetzt für ein Messer? Habe ich jetzt ein Messer im Nahkampf? Nee, irgendwie nicht. Ich spiel. Ich brauche mehr Informationen. Was heißt denn bitte Messer freigeschaltet? Oh Gott, ich bin voll betrunken. Ich komme nicht mal zu meinem Koffer. Habe ich jetzt ein Messer im Inventar oder was ist denn? Hilfe. Das Spiel kann mir nicht einfach sagen, Messer freigeschaltet und dann nie wieder drüber reden. Als wäre nichts passiert. Messer sehe ich hier nicht. Ups, das wollte ich nicht. Also das Messer ist scheinbar kein normaler Verbrauchsgegenstand oder so. Aha. Nahkampf. Ich glaube, das muss ich nachher googeln oder so. Hast du noch was für mich? Ich habe gehört, Galina hätte Lisa umgebracht. Nee, das ist Standard. Standardgeplänkel. Na dann. Tschüss. Okay, ich weiß wirklich nicht, was das jetzt mit dem Messer ist. Wenn das jetzt mehr Nahkampfschaden bedeuten würde, wäre das ziemlich gut zum Beispiel. Aber wenn das jetzt... Weiß nicht, ich schau mal im Inventar nach. Da sieht man Items, die nicht in der Liste vorkommen. Vielleicht ist das unter wichtige Items gelistet oder so. Dann können wir uns eine Beschreibung anschauen, hoffentlich. Mal gucken. Düb, 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 düb. Düb, 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 düb. Düb, düb. Das ist echt cool. Ich habe mir während des Durchspielens im 24-Stunden-Stream gedacht,
ob der Baum wirklich immer heller beleuchtet wird oder ob ich spinne. Und ich dachte, ich spinne. Aber es ist tatsächlich so. Je länger, je weiter man in der Story fortschreitet, desto mehr geht in diesem Ladebildschirm die Sonne auf und desto mehr wird das Rot in diesem Baum beleuchtet. Das ist eigentlich schon cool irgendwie. Ist so subtil, dass ich wirklich nicht gewusst habe, ob es wahr ist oder nicht. Inventar. Wichtiges. Skateboard, Mr. Alligator, die Perlen, die ich eigentlich gar nicht mehr... Messer! Ein bewährter Helfer, mit dem sich so manches öffnen lässt. Was lässt sich denn mit dem Messer bitte öffnen? Das ist ja richtig mysteriös mit diesem Messer. Mir wäre jetzt nichts aufgefallen, was irgendwie verschlossen wäre oder so. Ich muss das jetzt sofort googeln. Das macht mich, das ist ja irre. Jetzt wartet mal, das ist ja ein richtiges Mysterium. Deadly Premonition. Knife nehme ich an, heißt wahrscheinlich im Englischen, oder? Mission Knife. Nee, warte mal, Deadly Premonition 2, bitte. Knife. Ich versuche mich möglichst nicht zu spoilen, aber trotzdem Hinweise zu kriegen. Das wäre mir das Beste. Oh, Hilfe. Mein Bürostuhl fällt auch leider mittlerweile ein bisschen auseinander. Die Lehne ist gerade abgefallen. Kann man aber wieder draufstecken. Stecken. Ich bin gerade hier in einem Forum, in dem sehr viele Leute darüber diskutieren, was es mit diesem Messer wohl auf sich haben könnte. Scheinbar hat bis jetzt noch keiner eine Antwort gefunden. Warte mal, hier haben wir was. Man kann damit rostige Mülltonnen öffnen und vielleicht auch andere Sachen. Ah, okay, das ist einfach nur... Ah, ich verstehe. Im Grunde beschreibt die Item-Beschreibung das schon ganz korrekt. Ich kann jetzt einfach mehr Sachen öffnen. Sachen, die ich vorher nicht öffnen konnte. Also die rostigen Mülltonnen, von denen der Autor in diesem Forum gerade geschrieben hat, sind mir zwar noch nicht aufgefallen. Ich habe aber tatsächlich schon öfter rostige Briefkästen in der Stadt gesehen, die ich nicht öffnen konnte. Mit dem Messer ist das jetzt vielleicht möglich. Jetzt würde ich natürlich schon gern so einen rostigen Müllcontainer oder Briefkasten finden. Vielleicht ist das einer. Tja, wir werden es nie erfahren, weil vielleicht hätte ich den auch schon vorher öffnen können. Es sieht nicht sehr rostig aus. Doink. Es ist auch jetzt gerade ein bisschen schwer, weil wir super betrunken sind. Die Steuerung... Oh Gott, die Steuerung ist gerade... Also absichtlicherweise ist es unmöglich, ey. Don't drink and skate. Lernen wir hier. Sehr eindrücklich. Oh Gott. Okay, komm, große offene Fläche. Nur nicht gegen den Laternenpfahl hier skaten und dann kriegen wir das hin. Was zwischen den Gebäuden versteckt oder so? Tatsächlich, ne? Da schauen wir mal. Na komm, sobald wir da drin sind, kannst du gar nicht mehr so viel wanken. Kannst du dich links und rechts festhalten. Anaconda-Haut. Na, warum nicht?
Wir müssen ins Hotel. Wir müssen unseren Rausch ausschlafen. So, das geht so nicht mehr. Der Abend ist gelaufen für unseren York hier. Nimm doch schnell ein bisschen Zeugs mit und dann fahren wir ins Hotel. Und bring dich ins Bett. So, wartet mal, wenn ich jetzt schon Google hier offen habe in meinem Browser im Hintergrund, guck ich doch mal ganz kurz wegen... Genau, der Garnele. Oh, was heißt denn Garnele auf Englisch? Weil bei dem Spiel, bei so skurrilen Spielen, findet man auf Deutsch selten Informationen. Garnele. Englisch. Shrimp. Ah ja, wirklich? Naja, okay. Ich dachte, und was ist denn... Aber ein Shrimp gibt es doch auch im Deutschen. Ist das ein englischer Ausdruck für eine Garnele einfach nur? Ich dachte echt, das sind verschiedene Sachen. Deadly Premonition 2. Shrimp. Location. Okay, warte mal. North of the Middle Drawbridge from... of the town. Ah ja. Das ist ein Hinweis, dem können wir mal nachgehen. Achso, nee, aber erst gehen wir ins Bett. Ja, ja, ich kann mich schon erinnern. Nein. Okay. Nördlich der mittleren Zugbrücke, habe ich gelesen. Da suchen wir danach. Weil diese Zutaten, falls ihr das nicht mitbekommen habt von der anderen Quest, sind halt irgendwo in dieser riesigen Welt. Die liegen da einfach. Man kriegt keine Hinweise, man kriegt das nicht gesagt. Während ich diese Fleur-de-Lys-Fotos gemacht habe, habe ich viel von diesen Zutaten zufällig gefunden. Und weil ich halt quasi an den Wochenenden sowieso immer sehr viel einfach nur die Map erkunde, weil ich die Dialoge und so möglichst im Stream haben will, habe ich da auch ein paar Zutaten und so Sammelobjekte gefunden. Aber jetzt hier im Stream will ich halt nicht die ganze Map abgrasen. Deswegen nehme ich mir die Freiheit heraus, zu mogeln. So, schlafen wir mal ordentlich aus. So ein 13-Stunden-Nickerchen muss schon mal sein. So. Wunderbar. Gehen wir noch schnell ins Restaurant hoch, was essen. And that's what I'm talking. You can't get so make sure. Thanks, Mister. Das ist immer witzig, weil ich habe hier quasi so eine Front aus zwei Bildschirmen und den Laptop stehen. Dahinter ist aber noch ein bisschen Platz vom Schreibtisch. Und ich sehe dann ab und zu einfach nur wie so eine Haiflosse so einen Katzenschwanz hinter dem Bildschirm vorbeifahren. Next time. Da weiß ich, dass gleich wieder ein Kabel rausgezogen wird wahrscheinlich. Zumindest ist das öfter mal so. So, was habe ich jetzt gelesen? Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern. Nördlich, südlich, irgendeine Himmelsrichtung der mittleren Zugbrücke. Südlich, es gibt ja nur zwei Richtungen bei dieser Zugbrücke. Können wir beide absuchen. Oh-oh. Linky hat die roten Blätter auf dem Bildschirm entdeckt. Die sind jetzt natürlich interessant. Die bewegen sich schon nicht mehr. Guck. Kein Grund, den Bildschirm zu attackieren. Ganz cool bleiben. Nicht alles zerstören, bitte. Danke. Ach ja.